Sie schaut schon spektakulär aus. Die Show Megavolt Meister des Blitzes, die in Moskau das Publikum im Wissenschaftspanoptikum begeistert. Dabei ist die Technik der Show gar nicht so außergewöhnlich und basiert auf 100 Jahre alten Erkenntnissen des Ingenieurs und Erfinders Nikola Tesla. Ein Mann, der durch einen Vollkörperanzug aus Metall geschützt wird, spielt mit der Faszination hoher Spannungen. Passend wurde er Megavoltmann genannt und Nichtphysiker wundern sich, warum er so viel Hochspannung unversehrt übersteht. Den Höhepunkt bildet ein Mensch, der einen Tesla-Transformator betritt und unverletzt anfasst. Die Show ist aktuell noch zu sehen, aber nur für Kinder ab 5 Jahren zugelassen. Vielleicht hat man dann doch Angst davor, dass noch kleinere Zuschauer die Angst vor der nicht ungefährlichen Hochspannung verlieren können. Difficult, but not impossible.